Jetzt in Metropolis. Vorstoß ins Kino. Der Film Der Untergang bringt Hitler auf die große Leinwand, aber keine neuen Erkenntnisse. Architektur mit besten Noten. In Luxemburg baut Christian de Poisson-Parc eine neue Philharmonie. Mit Stift, Spray und Schablone. Stencil wird zur Kunstform erhoben. Und Kunst im Bau. Wie die Architektur von Tadao Ando japanische Tradition und Moderne verbindet. Kein Film wird derzeit so vehement diskutiert wie Der Untergang. Der Erfolgsproduzent Bernd Eichinger hat sich dem Ende der Nazis ein zweites Mal zugewandt. Schon 1977 produzierte er Hans-Jürgen Süberbergs siebenstündiges Opus Magnum, Hitler, ein Film aus Deutschland. Mit Süberberg, einem lauteren Trauerarbeiter an deutscher Seele, diskutierte Eichinger über das neue Werk, zu dem der Produzent selbst auch das Drehbuch schrieb. Ein Streitgespräch wurde es nicht. Die Fakten des Films Der Untergang stammen aus dem gleichnamigen Buch des Historikers Joachim Fest und aus den Aufzeichnungen von Hitlers Sekretärin Traudel Junge. Realistisch will der Film die letzten 12 Tage im Führerbunker darstellen. Doch geht das überhaupt? Kann ein Film aus Deutschland Hitler authentisch spielen? Süberbergs alter Hitlerfilm war theatralisch stilisiert. Es ist alles verloren. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidenhammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Ich werde niemals kapitulieren. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Meine Faszination, sag ich mal, für diese Sache, und das sage ich jetzt im Wissen, was das heißt, wenn ich sage Faszination, dann das muss ja dabei sein, die Faszination. Über das Dritte Reich ist bei mir, kommt bei mir schon aus sehr früher Zeit. Also ich habe mich ungefähr 20 Jahre lang mit dem Dritten Reich beschäftigt und deren Figuren und habe eigentlich auch nie gedacht, dass ein Film draus werden kann. Ich gab Ihnen, was Sie mich hinein taten, hören wollten, tun wollten, wozu Sie sich nicht trauten, machte und befahl es für Sie. Denn es geht doch um Sie alle, nicht um mich. Deutschland, ja, was ich wirklich liebe. Auf meine Weise natürlich. Also einen Film über Hitler konnte man damals, also über das Ende Hitlers sicher nicht machen. So wie Eichinger das jetzt gemacht hat. Ich selber auch habe für mich sehr entschieden behauptet, einen Film über das Ende Hitlers kann man gar nicht machen, soll man nicht machen, weil zwangsläufig muss eine Sympathie des Zuschauers für das Zentrum, nämlich Hitler, entstehen. Ganz gleich, welche moralische Position er einnimmt, wenn man das halbwegs redlich macht. Denn selbst die schlimmste Ratte in ihrem Loch wird eine Sympathie, kreatürliche Sympathie erwecken in ihrem Ende. Und nun ist dieser Film entstanden, viele Jahre danach. Und ich bin überrascht, dass es doch geht. Trotz des gewissen, nicht Sympathie ist es nicht, ein emphatisches Mitgefühl mit der Kreatur, die da verreckt. Es muss eine Unternehmung sein, die rein aus Deutschland kommt, wo wir sagen können, das ist unser Film. Dieser Zusammenbruch in seiner gnadenlosen und auch, sag ich mal, Gnadenlosigkeit oder sagen wir auch in seiner extremen Vernichtungsform, die er da hatte, die ganze Zivilisation und sozusagen ein ganzes Volk im Prinzip, auch ganz Europa in einen Abgrund gestürzt hat, ist ein Teil, wenn auch wahrscheinlich einer der schlimmsten Teile, wenn nicht der schlimmste Teil der deutschen Geschichte. Und es muss da müssen wir in der Lage sein, diese Geschichte selbst zu erzählen. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören.
Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Aichinger-Söberberg. Die Diskussion war ein Friedensschluss zwischen Autorenfilm und dem Kino für die große Leinwand. Wo sich früher Hitlers Bunker befand, wächst heute das Mahnmal für die ermordeten Juden. Doch auf dem mit Plattenbauten verstellten Gelände an der Vossstraße erinnert heute nichts mehr an die neue Reichskanzlei, die Albert Speer seinem Führer baute. Schon 1933 gab der von Angstkomplexen beherrschte Hitler eine Reihe von Umbauarbeiten in Auftrag, die das Gelände hinter der Kanzlei mit einem weitläufigen Bunkersystem unterkellerten. Das Unternehmen gipfelte im Bau des Führerbunkers, 10 Meter unter der Erde, in dem Hitler seine letzten Tage verbrachte. Als die Rote Armee Berlin erreichte, vollendete sich der Schrecken. Der Film entfaltet einen Sog, besonders dank der Schauspielkraft von Bruno Ganz. Umgeben von feigen Generälen fantasiert sich Hitler Armeen zusammen und behauptet bis zum Schluss seine Autorität. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Die letzten Aufnahmen. Der Diktator, gezeichnet von Parkinson im März 1945. Im Garten der Reichskanzlei beglückwünscht er Hitlerjungen. Sein letztes Aufgebot, der Volkssturm. Am 30. April begeht Hitler mit seiner Frau Eva Braun Selbstmord. Aus Angst, wie der tote Mussolini öffentlich zur Schau gestellt zu werden, ordnete er seine posthume Verbrennung an. Die Russen finden nur noch Reste der Körper. Auch den Kadaver von Blondie, Hitlers Schäferhündin, an der die tödliche Blausäure vorher ausprobiert worden war. Es gibt etwas, was allgemein von diesen Zeugen in unterschiedlicher Schärfe von ihnen wahrgenommen, aber letztlich doch von allen als eine Art Leere, Unfassbarkeit. Etwas, was sich ihnen entzogen hat, ihn letztlich zu definieren, beschrieben wird. Und mehr, also das war der, da, wo das Böse wohnte, war es leer. Diese Leere hatte für mich, also, das ist immer noch sehr kompliziert für mich und leer eigentlich. Aber es hat von den Rändern her, ist das so für mich langsam aufgefüllt worden durch das, was mich ungeheuerlich verblüfft hat, diese vollständige Abwesenheit von irgendeiner Art von Mitgefühl, Mitleid oder dem sich darum kümmern, was ein Opfer ist, außer in seiner unmittelbarsten Umgebung. Da war er fürsorglich und die Sekretärin soll doch noch einen Flieger kriegen, obwohl alles zu ist von der Roten Armee nach München, weil er München so liebt und sie aus München kommt und so weiter und so fort. Aber alles andere, das Opfer des deutschen Volkes überhaupt, wenn die ihm sagen, wir melden ihnen, dass jetzt wieder 50.000 junge Offiziere des letzten Jahrgangs gestorben sind, ich dachte, ja, warum? Die jungen Leute sind doch dazu da. Und völlig das Normalste von der Welt. Nur sehen wollte er es nicht. Er wollte weder Berlin sehen kaputt, noch ist er jemals wieder an die Front und wollte sehen, was da passiert, noch ist er hier in einem Lager gewesen, geschweige denn in einem KZ. Gesehen hat er nur, wenn seine Feinde, die sein Leben bedroht haben, wie die Verschwörer, da wollte er sehen, wie die sterben. Aber das ist eine andere emotional sehr enge Sache bei ihm gewesen. Aber das, was ich unter Opfer verstehe, und das konnte alles Material. Und das war irgendwo, das ist das Verrückteste und das Ekelhafteste und Unbegreiflichste. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Bei dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Aber die Kinder... Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Um den 25. April herum, da kam die Familie und Goebbels und seine Frau sind unten ganz in die Nähe von Hitler gezogen. Und die Kinder haben in einem Raum in der
oberen Etage so Stockbetten in dem Zimmer gehabt. Und da haben die geschlafen und die fanden das eigentlich ein sehr schönes Abenteuer. Man hat so versucht, den Kindern noch so eine heitere Welt vorzugaukeln. Nur die Älteste, die hat manchmal so einen Ausdruck gehabt in den Augen, als würde sie was wissen und ahnen. Das, was auch aus dem Gespräch mit Frau Goebbels hervorging, das war doch, dass ihnen ein Deutschland nach Hitler, ohne Hitler, überhaupt nicht lebenswert erschien. Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Unsere Idee geht zugrunde und mit ihr all das, was ich Schönes und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Trink, trink! Mich hat das interessiert vorher, deshalb wollte ich diese Rolle unbedingt spielen, zu untersuchen, wie das möglich ist, dass Ideologie oder so eben, oder so ein Glauben an etwas, das kann ja auch eine Sekte sein, das kann ich weiß nicht was sein, also wie das so was angeblich Natürliches wie Mutter zu sein, scheinbar außer Kraft setzen kann, wie sowas möglich ist, weil ich kann es mir natürlich eigentlich nicht vorstellen. Der Tod der Kinder, das ist für uns gewesen, da die absolute Manifestation des Irrsinns, nicht? Das ist wie ein Enigma wie ein Beispiel für die Monstrosität dieses Systems. Als wir gedreht haben, war es ein sehr schwieriger Tag für uns alle. Ich kann nur sagen, wir haben, glaube ich, alle dann geweint und es hat uns alle sehr mitgenommen. Corinna Harfouch spielt die Frau Goebbels, die ihre eigenen Kinder umbringt, weil es sicherlich keinen Wert haben werde, in einer Zeit ohne Hitler zu leben. Und vielleicht ist die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, die eigentliche Einsicht, die der Film dem Einsichtsfähigen vermittelt. Hitler hat es vermocht, den Deutschen den Selbsterhaltungstrieb zu nehmen oder jedenfalls für ganz gering zu achten. Viele haben in den Kämpfen der letzten Wochen und Monate ihr Leben weggeworfen, als sei es nichts. Ein tiefer Instinkt der Menschen versucht ja, sich selber aus solchen Situationen heraus zu bringen, heil herauszukommen. Das schien merkwürdig ausgesetzt. Der Untergang überführt den dämonischen Schrecken in realistische Bilder. Erklärungen oder Erkenntnisse liefert der Film nicht. Es ging den Machern auch nicht darum. Es ging ihnen um Emotionen, um einen Mainstream-Film. Und der ist ihnen auch gelungen.